Ach so, ja, da war ja was. Audio gut. Es ist Renntag hier in Monaco. Diese Strecke fordert Körper. Okay, ich mache nochmal 4-3 Züge, ja? Also richtig Concentration machen, ne? Dann nicht Stopp-Rhythmus oder sowas. Ja, definitiv. Willkommen in Monaco, der Hardcore-Strecke der Formel 1. Es ist Sonne, schön, Hauptsache kein Regen. So. Jungs, und wir war crash frei durch die erste Kurve, gell? Crash frei. Oh, ich zitter. Ich zitter. Weil du bist vor mir. Ich versuche irgendwie so, aber ich will auch den L da hinten. So, das nicht unbedingt. Und dann die KI, die geht ja auch nochmal ab. Aber nicht so in Monaco oder nicht, was ja das letzte Mal, wo du Probleme hattest, oder? Oder da ging noch die KI, oder? Monaco ist eine generell eine Strecke, wo noch nie einer von uns geschafft hat, durchzukommen. Ich muss Punkte holen, das ist Fakt. Ich muss auch, Chris. Ja, ich muss auch. So, let's go. Oh Gott. Alle gut durchgekommen. Ja. So, jetzt nur konzentrieren und die Spur halten und nicht irgendwie. Ich wollte gerade sagen, haben da hinten welche gerade was gedreht? Ja, mir macht Bottas so ein bisschen Angst, denn der kommt auch näher. Aber ich lass mich. Ja, kann's halt nichts machen, aber ich versuche halt vor ihm zu bleiben und mich nicht nervös zu machen, auch von ihm. Einfach normal fahren. Neununddreißig Runden. Okay. Die Strecke muss man doch schaffen. Ja. Kann nicht so schwer sein.
Angebot, das muss ich mir anpassen, nicht ich ihm. Jetzt geht's ja noch. Gleich wird's lustig, wenn du erst mal in die Box fährst und die ganzen Idioten wieder vor dir sind. Ja, ich habe die Zickzackkurve am Tunnel ein bisschen zu eng genommen und habe mich gedreht. Aber alles gut, ich fahre wieder. Ich bin jetzt nur von 2 auf 3 gekommen dadurch. Okay. Scheint wohl sich einer weggeholt zu haben da.
Alter, 18. Runde ist bei mir der erste Boxenstopp angesetzt.
Es war doch klar, dass ich eine 3-Sekunden Strafe erhalte. Es war klar.
Zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mischung 1 gewechselt. Die wollen Benzin sparen.
Ah, scheiße, ich muss in die Box wegen meinem Flügel. Ah, egal, ich versuch's trotzdem nochmal durch weiterzufahren. Ah, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal in die Punkte zu kommen. Ach ja, schaffen wir. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Thank you.
Sehr schön. Ich hab dich, ich weiß, ich hab ihn unerlaubt überholt. Okay, dann lasse ich ihn vorbei. Was macht er? Der fährt genau in die Spur rein, wo ich. Weißt du, er hätte doch rechts vorbeifahren können. Aber nein, er fährt direkt links und haut mich voll weg hinten rein, ey. Los, fahr jetzt. Ja. Ja. Nee, bringt nichts. Scheiße. 31 bis zur 30. Runde gekommen, ey. Mann. Ja, aber wenigstens bis zur 30. Runde gekommen. Nee, weißt du, ey, etwas, wenigstens etwas. Ach, herrlich. Na gut, dafür hole ich das aber in anderen Dingern. Ich meine, jetzt Österreich kommt hier auch noch und so, da ist nie die Strecken, wo ich Scheiße. Gut Punkte holen kann. Das ist gut, René bleibt zwar, wenn er jetzt durchrattert, auf 1, aber ich bleibe immer noch. Nein, kannst knicken. Bodan ist 1. Wo ist eine Box? Ach, hat's dich erwischt? Ja, ja, eben gerade. Krass. Ja, das ist die Scheiße. Also, da fährst du gut und dann zack, zack, kommt einer am anderen. Aber du bist nur Dritter, also du kannst nur gut punkten, du kannst nur Punkte holen. Bei mir bist du Dritter. Fahr nur zu Ende. Gutes, es werden Leute vorne auf den ersten 10 Plätzen, weißt du, die sonst mal ganz hinten sind. Genau. Oh. Die Kurve mag ich gar nicht. Ganz ruhig, René, brauchst nicht hetzen.
Jetzt habe ich mich gemutet gehabt. Sehr gut. Nee, ich sagte, in der Kurve links überholen, das ist meistens das Schwierigste. Ich überhole immer rechts, weißt du? Wenn du rechts da überholst, kommst du, ja, kommst du gut rechts, kommst du gut noch an die vorbei, wenn du da in der Kurve bist. Aber von links überholen in der Schikane, das ist schwierig. Ja. Ja. Runde 36 von 39. Oh, jetzt wird geil überrunden. Ja. Aber wenn sie überrundet sind, die lassen dich oft gut vorbei eigentlich. So, wenn er weiß, muss ihn nur abwarten. Irgendwann fahren die dann nach rechts oder links und du kannst dann super überholen. Oh, Perez auf 1. In der letzten Kurve vor Start und Ziel, weißt du, da, wenn die an der Box, weißt du, da fahre ich immer so zaghaft rein, weil das ist immer so die Kurve, wo ich mir denke, so. Boah! Ja. Ja, ja. Ja. Die Kurve, die jetzt kommt, also jetzt die Kurve, da fahre ich immer so zaghaft rein, weil ich denke, entweder fährst du zu weit in, sodass du innen in die Kurve reinkrachst oder was. Zwei Runden noch, René, komm. Lass es ruhig angehen jetzt. Nichts riskieren. Ja, da hat er sich nochmal von Platz 3 auf Platz 1 hochgekämpft. Sehr gut. Boah, was meinst du, was meine Hände nach verkrampft haben und hinterher wehgetan haben beim Fahren? Ja, weil du strengst dich an und konzentrierst dich da, um jede Kurve zu fahren, ne? Weil eine falsche Lenkbewegung und du hängst in eine Wand.
Ah, da hat er den ersten Platz geholt, René. Glückwunsch. Alter, Alter, Alter. Ey, ehrlich, Junge, let me watch. Ey, ganz, oh, ey, nee. Ja, Monaco, ich sag mal so, wenn das ist ehrlich so, ey. Wenn du Monaco geschafft hast, dann hast du wirklich ein Rennen überlebt, aber sowas von. Boah. Meine Fresse. Alter Vater! 5 Sekunden! Podium gesichert. Alter, Bottas, Hülkenberg, Kwiat, Sainz, Maldonado, Alonso, Grosjean, Ricciardo, Raikkonen. Alter Vater. Das ist gut. So, und am Sonntag dann Kanada. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, ich hab mir rausgemacht, deswegen. Ja, wenn er durch die KI-Punkte kriegt, dann ist er auch. Ja. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, ich habe den Vettel rausgenommen, weil sonst wird es ein bisschen, weil wenn durch die KI ja nicht auch unbedingt Punkte kriegt. Alter, die erste Hälfte, wirklich, die erste, sagen wir mal, die ersten 15, 16 Runden ohne Probleme. Dann hatte ich wieder Reifenprobleme, dann kam der Bottas immer näher. Ja. Dann bin ich ab der Ende, also ab der 18. Runde rein, neue Reifen geholt, ja, und in die Konzentration. Schick langsam nach unten gesagt, du, jetzt musst du auch durch. Jetzt Feierabend im Schacht. Ja, ja. Und wie gesagt, es ging nicht anders. Also das ist scheiße alles. Ja, das sag ich ja, weißt du, Alter. du fährst deine Alter. Ersten 15 Runden und wenn du dann in eine Box fährst, dann wird's witzig, weil du dann wieder hinter den ganzen Leuten bist. Ich meine, auf der anderen Seite, okay, du kannst warten, bis die dann an eine Box fahren, damit du dann leichter an denen wieder vorbeikommst. Aber überholen geht ja gar nicht auf dieser Rennstrecke, ne? Ja, gar nicht. Also das ist sowas von schwer. Der Bottas hat ein Problem gehabt. Ich meine, der war ja jetzt hinter mir. Mit meinen abgefahrenen Reifen, den hatte ich, wie gesagt, zwei kleine Schlenker, ist er, na, scheiße. Da hat er aber aufgerappelt und den, Gott sei Dank, ist es noch gut, ja. Ich wusste nicht, dass Motor nochmal reingeht. Wusste ich nicht. Ja, aber. Das war Bottas seiner. Ja. Das war Bottas seiner. Ja, ja. Ich weiß ja, wie mein Frontflügel aussieht. Der ist ja mein Teamkollege. Alter, war das schwer. Meine Fresse. Ja, ja? Ja, es war auch heftig, weil. Pass auf, das war ja so. Ich hab den Kwiat überholt und war ja vorbei. Nee, Grosjean war das. Bin an dem vorbei und dachte, okay, vorbei. Da blinkt er auf einmal oben auf, unerlaubtes Überholen. Okay, fahr ich links, lass ihn rechts vorbei. Was macht er? Fährt kurz vorher nochmal nach links und rast mir voll hinten rein. So nach dem Motto, er wusste jetzt nicht, wo er lang fährt und seine Spur war irgendwie weg und dann, ja, und dann war Ende natürlich, ne? Krasse ist, er fährt mir hinten rein, aber mein Frontflügel geht kaputt, obwohl ich vorne nicht irgendwo gegengefahren bin. Ah, jetzt bin ich wirklich alle. Ja, der war schon orange. Der war orange. Also beim zweiten Mal war orange. Beim roten ist er dann ab. Wie sieht das jetzt eigentlich mit dem Punktestand aus überhaupt? Also bin ich jetzt wieder an Chris rangekommen oder wie ist das?